Heute gibt es eine Kartoffel-Lauch-Pizza-Quiche. Ihr dürft euch aussuchen, wie ihr das am Ende bezeichnen wollt, wenn ihr seht, was draus geworden ist. Vorab entschuldige ich mich schon mal, es ist diesmal tatsächlich nur eine Fotostrecke und die ist auch noch bei verdammt miesen Lichtverhältnissen fotografiert worden. Denn wenn ich sowas abends zubereite oder auch schon am späten Nachmittag bei dem derzeitigen Wetter und meinem kleinen überdachten Küchenfenster, da muss ich auf Kunstlicht zurückgreifen und da stehe ich mir mit der Deckenbeleuchtung dann auch noch selbst im Weg und werfe Schatten. Egal, man kann alles erkennen und jetzt geht's los. Das sind die Zutaten. Ihr seht, fertigen Pizzateig, denn ich habe ja im Moment keinen funktionsfähigen Mixer und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich schon fertigen Pizzateig nehme, kann ich ja auch die Bratkartoffeln aus der Schachtel nehmen, die Pilze aus dem Glas, die fertigen Röstzwiebeln, zweimal veganes Creme Fraiche, Pfeffer, Salz ist nicht im Bild, einen Schluck Öl brauche ich nachher noch, aber die Lauchstange, die ist frisch und knackig. Ja, und dann legen wir mal los. Die Pilze in der Pfanne schon etwas anrösten, so, das dauert eine Weile, ja, bis sie ein bisschen Farbe angenommen haben. Diesen Schritt hätte ich mir im Endeffekt sparen können, beziehungsweise auch nicht, denn eigentlich wollte ich die Pilze unter die gesamte Masse heben, habe das dann vergessen, dann sind sie am Ende oben drauf gekommen. Naja, und dann die doppelte Röstung, Pfanne und im Ofen, das war dann beinahe schon fast zu viel des Guten, aber es war noch essbar und ja, da täuscht am Ende auch das Licht ein bisschen, aber wir werden sehen. So, jetzt die vegane Creme Fraiche hier in eine Schüssel, pfeffern, den Lauch dazu, alles schön mit der Gabel verrühren. Ja, dann hat es noch einen Schluck Öl gebraucht, um das Ganze ein bisschen cremiger und streichfähiger zu machen. Und etwas Salz kam auch noch dazu. So sieht es dann aus, als ich es fertig gerührt hatte. So, hier den Pizzateig auf dem Blech. Und ja, da bin ich sogar unter einer Schreibtischlampe jetzt. Da war es draußen dann schon dunkel. Die gerührte Masse aus dem Creme Fraiche und dem Lauch kommt drauf. Dann werden die Kartoffelscheiben aufgelegt. Und das war richtig toll, diese 400 Gramm Packung. Die ging genau so auf, dass überall alles schön kartoffelig bedeckt war. Dann kamen noch die angerösteten Pilze und die Röstzwiebeln dazu. Habe auch noch ein bisschen Paprikapulver drauf gestreut, das sieht man hier. Da kommt es schon aus dem Ofen. Das war die übliche halbe Stunde bei 160, 70, 80 Grad, je nach eurem Ofen. So kam es raus, die Pilze dann schon knusprig mit schönen Röstaromen. Wie gesagt, das war ein bisschen anders geplant. Wenn man sie oben auflegt, dann muss man sie vorher natürlich nicht in die Pfanne geben. Aber wer Röstaromen mag, und sie sind ja jetzt auch nicht total verbrannt gewesen, das ging schon, das war auch noch richtig lecker. Eine schöne Mischung, dieses vegane Creme Fraiche, das hat einen tollen Geschmack. Man merkt da keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Mit dem Lauch perfekt, die Kartoffeln dazu, also ein rundum leckerer Kartoffel-Lauch-Pizza-Quiche-Kuchen, wie auch immer. In diesem Sinne, nächstes Mal wieder ein bisschen bewegter, hoffe ich irgendwann. Und wie immer beim Nachzubereiten wünsche ich euch viel Vergnügen und beim anschließenden Genießen. Bon Appetit!